Alles klar, Kayvan Sufisirwash war wieder mal am Start. Er hat ein Interview gegeben und zwar an Dreisat. Die Mo hat dieses Interview durchgeführt und ich kann euch eins sagen, es wird nicht schön. Aber schauen wir uns selber mal an. Ist halt Haifisch gegen normalen Fisch. Man kann sich's vorstellen. Let's go. Guten Tag. Ich habe schon ewig lang keinem mehr die Hand gegeben. Ach ja, richtig, darf man das noch, ja. Moment, ich brauche mal Desinfektionsmittel, ja? Mir Mittel, das vierte G. Du das auch? vierte G, nein. Nee. Das vierte G ist ja gesund. Aha. Ha, da geht sie aber auch schon hart rein, ne? Das vorbereitete Fläschchen schon parat. Ja, die Fronten sind geklärt, ne? Was heißt? Es gibt ja getestet, genesen, was gibt's noch? Geimpft. Geimpft, ich bin Ja. gesund. Aha, okay, aber nicht geimpft. Ich lasse mich nicht mit Stoffen impfen, die so eine kurze Vorwarnzeit haben. Generell nicht. Ich auch nicht. Schöne Aussicht, ne? Geil. Was ist das? So ein Ich Forschungsturm, habe so. versucht, in meiner Berichterstattung zu Covid darauf aufmerksam zu machen, dass ich große Gefahren für die Demokratie sehe. Weißt du, Ja, mich musst du gar eben, nicht ne, einsetzen. Lad doch darum. den Wodak ein. Ich frage aber nach dir. Du musst dich nach mir fragen, ich bin Journalist. Ich würde ja gerne zum ZDF kommen, wenn man mich einlädt. Aber sie trauen sich nicht oder wollen nicht oder dürfen nicht, ist ja auch ganz egal. Aber es ist vollkommen unwichtig. Weil auch wenn ich, ob ich da jetzt vorkomme oder nicht vorkomme, die Diskussion muss doch eine ganz andere sein. Wie tolerant oder intolerant ist inzwischen Deutschland? Das ist doch die Frage. Da geht es doch gar nicht um Covid, sondern generell zu Klima, zu Russen, zu Arabern, zu Terror. Wie gehen wir mit Leuten um, die von der Mainstream-Meinung der Medien abweichen oder der Regierung abweichen? Wie gehen wir mit denen um? Und ich finde eben, und das kann man einfach bemerken, dass sich dieses Land dahingehend verändert hat, dass wir die Streitkultur verloren haben. Okay, aber wir streiten ja gerade. Ja, wir jetzt. Wir hatten in Ja, den aber wir sind 70er. ja gerade im Fernsehen. Wir. Ökonomische Macht zieht immer politische Macht auf sich. Und jemand, der der zweitreichste Mensch der Welt ist, hat enorm viel Macht. Und seine Privatstiftung, die Bill & Melinda Gates Foundation, ist die reichste Privatstiftung der Welt. Der hat mehr Macht als wir beide. Und das heißt, das sind Aber Interessen. ich finde das Und okay, wenn ohne sein jemand mehr Invest. Macht Ja, hat. geht, du Ja. bist ja naiv. Du bist ja auch naiv. Und ohne sein Invest. Hier geht auch schon hart rein mit dem Vorwurf der Naivität. Kann man so sehen, ne? Je unhinterfragter man ist, umso eher ist dann der Naivitätsgrad, obwohl das ist dann auch wieder subjektiv. Ein schöner Punkt ist aber das mit dem mächtigsten Mann der Welt. Sie sagt, sie findet es okay, wenn jemand mächtiger ist. Und ja, bis zu einem gewissen Grad. Er bringt das System das heutzutage so mit sich. Aber die Demokratie und das Prinzip der Demokratie sieht ja eigentlich ab, alles möglichst gleichmäßig die Macht zu verteilen. Deshalb wählen wir ja verschiedenste Gremien oder was weiß ich, also verschiedenste Parteien, diese bilden sich dann wieder zusammen und alle streiten sich da um verschiedenste Posten und alle werden untereinander aufgeteilt, damit man nicht diese eine Instanz hat, wie man es ja schon kennt, so. Und ja, deshalb sollte eigentlich immer ein Augenmerk darauf gelegt sein, auf die Menschen, die mächtiger sind und sollte nach Wegen gesucht werden, wie das irgendwie limitiert werden kann in einer Weise. Von daher, guter Punkt von Ken oder vom Kevan besser gesagt. Bei der WHO Weißt hätten du, die du hast Probleme. jetzt schon so oft gesagt, du bist ja Ja, naiv, du bist ja naiv. bist Du du ja auch. könntest auch sagen, du bist ja schwarz, du bist ja schwarz. Also so fühlt sich das fast jetzt schon an. Das Interview. Und hier macht sie auch ein ganz spezielles Frame auf, indem sie seine abwertende Haltung gegenüber ihres Wissensstandes, indem sie naiv sei, kontert sie dann, ja, du könntest ja auch so gut sagen, genauso gut sagen, ich bin schwarz, aber das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und was hier aber gemacht wird, ist diese Meinung eigentlich in Verbindung gebracht mit einer Form des Rassismus. Und ja, das ist eigentlich klar ein Versuch in die radikale oder in diesem Falle rechtsextreme Position zu schieben, das eigentlich seinem Argument gleichkomme, wie einem rassistischen Vorwurf, wie,
sie sei schwarz. Und da sieht man auch schon ganz schön das Framing, in welche Richtung es da geht, mal wieder. Man hätte sie nicht anders erwarten können. Du, das Gespräch ist schon ganz schön krass. Nein, ich habe manchmal bei dir einfach das Gefühl, irgendwie, wenn ich dich anhöre, du bist bloß der dumme Moslem. Hör ich die ganze Zeit raus. Was? Der dumme Araber, die ganze Zeit, das unterschwellige... Schöner Konter. Was? Also wie kommst du auf sowas? Was macht so ein komischer Kameltreiber wie du hier? Das höre ich die ganze Zeit raus. Sehr schön, was er hier auch macht, ist, er spiegelt eigentlich ihre Argumentation und zeigt damit eigentlich, wie lächerlich es ist. Aus dem Nichts kommt er mit diesem Vergleich hervor, für sie gefühlt, und sie reagiert es auch so, was? Also sie versteht auch gar nicht sozusagen, dass es die gleiche Technik ist, die sie anwendet. Da sieht man auch schön den Doppelsprech, also wie sie ihre eigenen Taten nicht in den Vergleich setzen kann, wie das, was jemand anderes macht. Das ist auch sehr spannend. Aber auch sehr spannend die Haltung von Ken hier, schon mit dem Rücken abgedreht, will schon davonlaufen. Der scheint sich nicht so wohl zu fühlen in dieser momentanen Situation. Ne? Quatsch, okay. Aber du hörst raus, du bist die dumme Schwarze. Sag mal, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Du denkst, ja, wenn einer viel Geld hat und viel Macht hat, ja, wenn das in den richtigen Händen ist, weißt du, Jemand ein solches jetzt nicht per se in eine Schublade. Aber ich, okay, ist ja überall dabei, hat ja überall Aktien. Und das ist auch eine spannende Aussage. Ich bin nicht für Pauschalisierung, gar nicht, aber das ist ein spannender Punkt. Wie hat es der Florian Homm schon gesagt, der Milliardär oder ehemalige Milliardär, wie statistisch möglich ist es, dass der erfolgreichste und reichste Mensch oder einer der reichsten auch gleichzeitig der großzügigste von allen ist. Rein von der Statistik jetzt aber mal abgesehen, auch von der Logik her, müsste er vom Prinzip her seinen ganzen Wohlstand viel früher beginnen zu verschenken, da es ja ab einem gewissen Level einfach kein gefühltes Mehr mehr gibt und es dann auch meist nur noch um Einfluss geht sozusagen. Also ja, wie soll das zusammengehen? Deshalb auch hier per se sicher mal kritisch zu beachten, wenn jemand sehr reich ist, der dann sagt, ja, ich bin auch sehr großzügig. Natürlich hat auch Bill Gates viel weggegeben, ganz klar, aber wo ist es denn hingeflossen? In seine Stiftungen oder in Organisationen, an denen er beteiligt war, und somit schließt sich ja der Kreis wieder und dann ist es wieder mehr ein Investment, als dass es etwas anderes ist. So. Anteile. Und wenn er das dann auch sagt, Mo, wenn er auch noch sagt, das war mein bestes Investment, dann hört sich das vollkommen anders an wie, ich möchte die Menschheit retten. Bill Gates ist nicht der Philanthrop, aber der hat so viel Geld, dass er sogar bei Netflix eine Serie produzieren lassen kann über ihn. Wenn ich das Geld hätte, würde ich das nicht machen, aber ich könnte das dann machen. Und dann hättest du ein vollkommen anderes Image über mich. Dann wäre ich nämlich der tollste Typ, weil ich würde einfach das finanzieren lassen, wenn ich diese Multimilliarden habe. Okay? Und wenn du die hättest, was würdest du damit machen? Ich würde sie verschenken. Ehrlich? Ja. Hättest du gerne Geld? Ich hab Geld. Ja? Ja, sicher. Ich zeig's. Ich hab Geld. Her mit den 50er. Ja. Ich wollte dich nur testen. Was denkst du jetzt? Ja, ne? Was ist das für eine Diskussion? Und auch, ja. Kein Kommentar hierzu. Ohne Spaß. Dass man mit dir nicht über das Richtige reden kann. Doch, nein, machen wir ja alles. Kann man nicht. Dir fehlt der Grips dazu. Das ist traurig. Mir fehlt der Grips dazu? Absolut. Aua. Du weißt das, was auf Wikipedia steht. Das ist doch Quatsch. Bin ich aber ein bisschen geknickt, wenn ich gar nichts weiß. Oh. Wieso bin ich mir ziemlich sicher, dass dies aktuell nicht der Fall ist? Ich glaube auch nicht, dass es hier um Sympathie oder derweilen geht. Sie will nur mit ihm sprechen, um ihn immer wieder suggestiv irgendwie in eine Position des Extremismus zu drücken. Ja. Daher kann ich auch die abweisende Haltung von Ken verstehen, aber ist auch das erste Mal, dass ich ihn wirklich so erlebe, dass er mit jemandem nicht mehr sprechen möchte. Also, ja. Kann sich nicht sehr wohl fühlen in dieser aktuellen Situation. So. Ich meine, ich stelle ich bin nicht Fragen. Der nette Typ von nebenan, okay? Mhm. Du machst alles richtig. Das hast du gesagt. Okay? Ich würde dich Ja, auch wieder schön.
die Suggestion, ihm zu unterstellen, diese gewisse Form des Narzissmus, so, du machst ja alles richtig, ne? Hier geht es nicht einfach nur um eine Frage, sonst könnte man fragen, hast du das Gefühl, du machst alles richtig? Was ihm vielmehr die Chance geben würde, sein wahres Gesicht zu zeigen, wie er es meint, da man ihn mit der Frage ja nicht schon fast vorverurteilt. Ich könnte ja auch fragen, hast du aufgehört, narzisstisch zu sein? Was ist das für eine Haltung? So, also da liegt ja schon eine gewisse Suggestion mit dabei. So, bist du immer an allem richtig? Ja. Was ist das? Ja. Schrecklich. Ich glaube, aber das, ich möchte dich um Folgendes bitten. Umgedreht hättest du wahrscheinlich genau. Ich glaube, wir reden ganz ähnlich. Ich würde dich um Folgendes bitten. Stell mir bitte nicht solche dummen Fragen, weil ich bin nicht so dumm, dass ich darauf antworte. Du machst alles richtig. Das war doch nur eine Frage. Ja, aber weißt du, die Zeiten sind zu ernst. Hier auch schön wieder die Differenzierung. Das war doch nur eine Frage. Nein, es war nicht nur eine Frage. Es war Suggestion mit dabei. Es war viel... Du bist doch extrem mit dabei oder du hast eine verrückte Ansicht auf die Welt. Dass wir uns mit solch einem Geplänkel aufhalten können, weil es steht nämlich eine Menge auf dem Spiel und das scheinst du offensichtlich überhaupt nicht zu verstehen. Meinst du? Ja, das meine ich. Du denkst, die Regierung macht alles richtig. Du bist für Zensur, wenn die Regierung das empfiehlt. Bist du bescheuert? Ich bin nicht für Zensur. Du solltest darauf hören. Ja, hier holt das hier ein bisschen aus der Deckung, ne? Ich bin nicht für Zensur. Ja, aber du arbeitest doch hier für einen Sender, der sich ganz klar für eine gewisse Ausschließung, Separierung und auch Zensurierung einer gewissen Gruppe sozusagen angeschlossen hat. Zumindest, wenn nicht auch mitverantwortlich sozusagen für die Aufstachelung gegen diese Gruppe ist. Und da muss man sich schon fragen, nur weil man nicht aktiv mitgeschlagen hat, nur wenn man zugesehen hat, ist man dann dadurch nicht schuldig. Natürlich ist man nicht verantwortlich, man hat ja nicht geschlagen, aber das alleine zusehen und nichts tun oder vielleicht sogar indirekte Zuarbeiten, indem wir alle im gleichen Kontext eingebettet sind und man nicht Gegensprache erhebt zumindest. Was sagt das über diese Person aus? Und hier also einfach zu sagen, ich bin nicht für Zensur, das ist ja schon geheuchelt. Das ist ja ganz klar geheuchelt. Wenn du mit kritischen Menschen sprichst, was die denn eigentlich zu sagen haben oder was die eigentlich aufmerksam machen wollen. Dass wir uns in einer Zeit befinden, in dem es einen sehr starken Demokratieabbau gibt. Und die betrifft nicht nur dich. Ich wollte nie in die Politik gehen oder einen politischen Beruf ergreifen. Ich habe angefangen, in den Musikjournalismus zu gehen und bin Musikjournalist. Das habe ich übrigens 20 Jahre lang unbehelligt getan. Wie kommt man von da auf eine Querdenkenbühne? Dazwischen liegen 25 Jahre. Ich meine, wenn du jetzt so als kritisch eingestuft wirst... Bin ich. Für mich selbst bin ich kritisch. Ja, aber wenn du so als kritisch eingestuft wirst, dann kannst du ja nicht das bezwecken, was du eigentlich willst. Weil ich meine, dann wirst du ja irgendwie hinten angestellt. Und wie kommt dann deine Meinung, wie kommt das dann nach vorne? Wo weißt du denn eigentlich, was ich will? Naja, du sagst... Ist auch wieder schön, ne? Also wenn du da nicht mitspielst in einer gewissen Weise mit dem System... Wie kommst du dann an Reichweite? Dann werden dich ja alle blockieren. Und das ist ja genau der Punkt. Und zeigt ja irgendwo, sagt sie ja auch schon indirekt, zeigt sie auf, wie diese Inbalance der Macht eigentlich verteilt ist. Und genauso ist es ja immer, wenn eine gewisse Macht ausgeübt wird, dann sind die, die ausgeschlossen sind oder die dagegen sich dagegen stellen, das sind ja immer die mit der geringeren Reichweite, immer die Gewalt sozusagen direkt oder indirekt erfahren. Und ja, na klar ist das Leben dann immer ungemütlicher. Also indirekt gibt sie ja schon zu, indem sie sagt, ja, du kommst ja dann nicht an Reichweite, wenn du dich so dagegen stellst und so opponierst. Ja, das zeigt ja schon auf, dass ja in diesem Sinne eine Form der Machtausübung und Unterdrückung stattfindet. Auch hier wieder sehr schön der Bias, wie wir es kennen. Der Dinge, also... Du sagst auch Dinge? Ja. Und was willst du? Na, das, was ich sage. Und das, was ich will, sage ich auch. Ja. Und was sie sagt, ist immer wieder konstant durch, schön unterschwellig. Du hast eine extreme Position, eine radikale Position, du hast eine narzisstische Position. Immer wieder gehen die suggestiven Fragen immer wieder in diesen Frame hinein. Und das macht sie nicht,
weil sie denkt, dass sie bei ihm etwas bewirken kann. Hier geht es nicht um ihn, hier geht es genau um euch. Es geht darum, euch zu suggerieren, dass er ja, dass das ja ein Narzisst ist. Und ganz ehrlich, er befeuert das auch noch mit seiner impulsiven Art, zusätzlich noch mit seiner Bestimmtheit und dann diesem dominanten Blick. Ja, er macht sich damit eigentlich keinen großen Gefallen. Allerdings, argumentativ wurde er noch nicht einmal angetastet. Also man weiß schon, dass man hier nicht auf seine Argumentation eingehen muss, sondern irgendwo auf seine Person einschießen muss. Und da bietet er halt durch seine impulsive Art, auch wenn die eigentlich nicht böse gemeint ist und er eigentlich eher ein verletztes Kind ist als ein aggressiver Täter, so, ja, hilft das so eigentlich nicht wirklich seinem, ja, seinem positiven Bild in der Gesellschaft. Das kommt eben nicht an. Das also es kommt schon an. Ja, bei mir jetzt gerade. Ja, du bist ja nicht die Bevölkerung. Nee, wer bin ich denn? Du bist ein. Das stimmt, ist auch nur meine Meinung. Es gibt ja noch 80 Millionen andere. Und das Feedback, was ich auf der Straße habe, du kannst mich ja begleiten, Österreich, Schweiz, Deutschland, ist zu 90% positiv. Und zwar alle Bildungsschichten. Wenn ich jetzt so neben dir sitze und mir das anhöre, was du sagst, ich glaube, ich würde der Regierung in dem Moment mehr vertrauen. Darfst du ja. Okay. Ja. Also, ganz ehrlich. Ja, du darfst ja der Regierung mehr vertrauen und ich darf der Regierung weniger vertrauen. Wo ist das Problem? Und ich darf der Regierung gar nicht vertrauen, wenn ich das nicht möchte, denn die Geschichte hat uns gelehrt, fast jede Regierung hat sich irgendwo durch schon mal korrumpieren lassen. Dass es heute nicht so ist, ist schierer Abendglaube. Da gibt es auch genug Statistiken, die dazu genügen Aussagen auch zur Korruption bei uns auf unseren Breitengraden. Also, what the fuck? Auch das ganze Gesundheitsgejammer und alles. Ich meine, wir sehen jetzt wieder, wir müssen nicht so schnell wie möglich Friedensbedingungen schaffen. Nein, wir müssen mehr Waffen liefern und bla bla bla. So, also das ganze Gerede von, es geht darum, dass wir alle möglichst gesund und lange leben und so. Das habe ich der Regierung noch nie abgekauft. Und ich, wie soll ich sagen, bin durch die Geschichte auch gut beraten, das in Zukunft nicht zu tun. Und ich bereue es auch nicht mit den ganzen Meldungen, die man neuerdings zu all den Schlumpfgeschichten hört. Dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt. Richtig, das sind wir nie. Und das ist natürlich eben durch... Das ist natürlich das klassische Kommunismus-Argument. Alles für die Partei! So ein Virus und eine Verbreitung eben dazu führen kann, dass, ja, keine Ahnung, Menschen sterben. Menschen sterben in jedem Fall. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind. Was unternimmst du dagegen? Ich spende manchmal Geld. Hilft das? Ein bisschen. Also aber das nimmst du doch einfach hin, oder nicht? Das nehme ich nicht hin, nee. Ja, aber das ist eben so. Okay? Und auf einmal muss ich mich für jeden Menschen, der sich theoretisch anstecken kann, interessieren, weil sonst bin ich unsolidarisch. Und genau deshalb gibt es halt quasi so ein Gesetz oben drüber. Ja. Da müssen. Wie hat es der Pispers auch so schön gesagt? Was ist der Unterschied zwischen Ebola und Hunger? Hunger kann man nicht einschleppen. Viele etwas machen, was vielleicht nicht immer notwendig ist. Aber nur dadurch kann man das Schlimme verhindern. Also anders kann man es eben nicht machen, weil man kann ja nicht jeden Menschen, der jetzt gerade von A nach B läuft, beobachten. Das stimmt. Ken Jebsen hat auch niemand gesagt, dass wir das müssen. Heißt eigentlich Keivan Suvisjavash und hat auch Migrationsgeschichte. Sein Vater war Iraner. An den Rand gedrängt zu werden, das war sein Alltag für lange Zeit. Ähnlich erleben ihr Dasein auch Querdenker, nicht ernst genommen, abgestempelt und abgehakt. Die Bewegung kommt mir vor wie ein Sammellager der Haltlosen. Seine Argumentationsgewitter haben mich mundtot gemacht. Ich brauche den Moment des Schweigens, um Kraft zu sammeln, um meine Offenheit und meine Werte zu stabilisieren. Ich glaube, das brauchen beide gerade. Seit ich denken kann, habe ich nie dazugehört.
Ich bin, seit ich denken kann, Beobachter. Mir wurde immer signalisiert, vielleicht schafft er es ja noch, der ist ja minder begabt als Ausländer, aber über den können wir auch reden, während er daneben steht, der ist eh zu blöd. Weil ich kann eins von mir behaupten, ich habe noch nie irgendetwas geschenkt bekommen. Noch nie. Das, was ich erreicht habe, habe ich erreicht durch meine eigene Arbeit. Ich habe die ganzen Dreckjobs gemacht. Ich habe in diesem Land aus Mülltonnen gegessen. Weil ich bin ja als Sozialhilfeempfänger groß geworden. Aus der mehrköpfigen iranischen Familie, wo der Vater die Kurve abgehauen ist, um es der Mutter zu geben. Weil dieses immer abgelehnt werden, also ich kenne das selbst auch mit der Hautfarbe und so, das kann einen schon in extreme Richtungen schieben. Ich betrachte die untergehende Titanic ja von einem eigenen Boot aus. Mir ist das wurscht. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass... Auch hier wieder sehr schön die Argumentation, das kann einem ja schon in eine extreme Richtung abschieben. So als suche sie nach Argumentationen für seine extreme Position, um nochmals zu untermauern, dass er ja extrem ist. Auch das wieder Paradebeispiel für Framing, für auch ein bisschen Gaslighting. So, es ist ein schöner Mix von allem. Und da sehen wir auch schon wieder, worauf es der Dreisat aus hat. Hier geht es um ein Framing einer Person, in diesem Falle der Kayvan. Mich Leute gut finden. Ich finde mich selbst gut. Und 5 Freunde, die ich habe, das reicht mir vollkommen. Mich kann man eigentlich, wenn man mich näher kennt, eigentlich gar nicht mögen. Damit hat man dann ein Problem, wenn man gelernt hat, ich bin ein Arschloch. Okay? Aber ich frage mich eben heute, ist jetzt kein Vergleich, wie würden wir heute eigentlich Jesus Christus erkennen, wenn der auftauchen würde? Ginge das überhaupt? Das wäre auf jeden Fall ein Verschwörungstheoretiker, der sich was anmaßt. Der hätte keine Chance. Genau wie bei den Römern. Und möchtest du das pauschal sagen, alle, die mir zuhören und mit dir rüber, sind alle geistig behindert, alle Schwuppler, alle blöd? Das ist ja ein sehr interessantes Menschenbild. Das habe ich nicht gesagt. Eben, und ich sage es auch nicht. Die Menschen sollen... Nein, aber sie hat uns die extremistische, narzisstische und faschoide Keule schon mal suggestiv schön untergebuttert. Stellvertretend natürlich als Frontmann am Ken Jebsen abgearbeitet. Sie sollen entscheiden, wem sie zuhören. Und ich werde mit KenFM, ich habe mit KenFM aufgehört, ich lasse das los. So, und dann werdet ihr eine andere Sau durchs Dorf treiben, meinetwegen Reitschuster. Ihr werdet schon jemanden finden, den übers Dorf sauber. Aber was nützt es den Leuten, wenn die ganzen kritischen Geister das Land verlassen? Okay? Ja. Baldwick haben sie genauso attackiert, Bakti haben sie genauso attackiert. Ihr werdet Deutschland auch verlassen. Das sind alles Sonderlinge. Wo wäre Deutschland eigentlich ohne Sonderlinge? Ich höre mir an, was... Du hast nicht mehr viel zu sagen. Was, ne? Matthias Belz zu sagen hat. Das ist das, was ich tue. Okay? Ich bin einfach klug, verantwortlich. Ich höre mir das. Machst du das den ganzen Tag? Ja, das mache ich den ganzen Tag. Okay? Aber vielleicht machst du den Leuten damit Angst. Ja, und das meine ich halt wieder mit dieser Impulsivität. Er hat mal in einem früheren Interview erwähnt, dass er das nicht an sich mag, dass er so schnell aus der Haut fahren kann. Und natürlich triggert sie ihn damit auch, weil er versteht natürlich, dass das Ganze suggestiv darauf aus ist, ihn in diese Ecke zu drängen. So. Aber er hilft sich halt mit diesen Faustschlägen und so allem nicht weiter. Und ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch so. Ich kann auch so impulsiv werden, wenn ich aus der Haut fahre. Ich verstehe einfach nicht, warum er das muss. Er ist ja rhetorisch so überlegen. Er könnte das alles auch einfach gelassen und mit einem Lächeln machen. Er könnte das einfach locker weggrinsen und würde dadurch noch 1000-mal härter einschlagen. So. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute bei den Erzählungen so drastisch, wie du viele Dinge schilderst mit der Demokratie und dem Untergang und so, da machst du den Leuten mit Angst. Und vielleicht sind das dann die Leute, die hinter dir herlaufen, weil sie denken, okay, der läuft denn hinter mir her? Der kann mir helfen, ne? Deine Follower. Ich verteidige das, wo ich lange Zeit nutzsichtbar war. Und jetzt ist die Stunde der Bewährung. Und da musst du dir die Frage stellen, wo bist du? Du bist ja wenigstens hier, ist cool, okay? So, geil. Nach. Wenn Leute die Käfigtür von innen zuhalten, ja, dann willkommen. Und wie weit sie gehen, wissen wir schon. Aber ich erlebe das bestimmt nicht. Ich bin ja hier in der Freiheit. Ich muss nicht an die Öffentlichkeit treten. Das ist wahrscheinlich das letzte Interview. Nice. Ja. Ja, und das war's auch schon. Kayvan gegen Mo. Was findet ihr? Wer habt gewonnen? Lasst es in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns. Tschüss.